und herzlich willkommen. Ich wollte mal nicht aus dem Torhaus kommen diesmal. Deswegen kam ich diesmal aus der Erde. Hi. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Minecraft Survival Build. Folge 111. 3x1. Toll. Ah, schön. Guten Tag, ne? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich versauere ihn euch nicht. Keine Ahnung. Hi. Gut, folgendes. Genug davon. Kommt mal mit. Nee, komm. Braucht nicht mitkommen. Wir haben das letzte Mal einen Haufen Terraforming gemacht. Ihr könnt. Folgt mir einfach ein bisschen. Wir haben ein bisschen Terraforming gemacht. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir beispielsweise hinten in die Richtung, wo wir gerade laufen, dahin das Dorf dem Erdboden gleich gemacht haben. Also alles abgebaut, in Schalkerboxen gesammelt und weg, das ganze Zeug. Ja, dann haben wir noch einen Haufen Stein gesammelt, wir haben einen Haufen Holz und alles Mögliche gesammelt. Alles, was man irgendwie gebrauchen kann, um, ja, weiterzubauen an der Mauer. Weil wir haben ja hier diese schöne Stadtmauer und die möchte ich ja gerne ein bisschen weiterbauen. So. Und das ist im Endeffekt das Ziel von heute. Doof wie es klingt, wir bauen heute wieder Stadtmauer. Ich habe hier hinten ja schon vor gefühlt wieder einer halben Ewigkeit, hatte ich ja mal ein bisschen abgesteckt und habe hier mit der orangenen Wolle, mit dem orangenen Concrete Powder dafür gesorgt, dass ich hier so ein bisschen ein Gebiet abgesteckt habe, was ich so ungefähr, wo ich noch was terraformen möchte. Weil im Moment ist das hier relativ steil, die blaue Linie soll ja die Mauer ungefähr werden, die geht hier ein bisschen sehr steil nach oben, das werden wir also nochmal das Gebiet ein bisschen auslaufen lassen nach hier vorne, werden auch vielleicht hier vorne dieses kleine Hügelchen, was hier noch ist, wegmachen, dass das hier auch wegkommt, weil es ist wirklich nicht breit oder so, das kann einfach Erdboden gleich gemacht werden. Und dann ziehen wir die Mauer endlich mal bis hier vorne nochmal fertig, weil hier vorne oben, ich kann nicht sprechen, soll noch ein Turm hin, entsprechend, den wir hier irgendwo hier oben drauf setzen, mal gucken, wo genau. Und das ist dann ja der Eckturm der Stadt auf dieser Seite. Und dann gehen wir praktisch nach hier hinten mit der Mauer weg und können dann alles Mögliche machen, was wir da noch wollen. Ein ganzes Stück lang Mauer bauen. Aber wie gesagt, Ziel für heute ist erstmal, dass wir, also vorerst mein erstes Ziel, wenn es mehr Ziele werden, dann bin ich gespannt. Wenn nicht, dann bin ich auch gespannt. Ist erstmal hier ein bisschen Terraform. Das heißt, wir werden hier das Gebiet ein bisschen ausschachten anfangs. Also wir werden grob abstecken, was für ein Gebiet wir erstmal abtragen. Und dann gehe ich los und ruppe einen Haufen Dirt von der ganzen Geschichte hier weg. Also ich ruppe den ganzen Boden raus, sodass wir nur noch die Steinschicht haben. Und danach machen wir das Terraforming. Hat den einfachen Grund, wir kriegen mehr Dirt raus, wenn wir unten das alles abbauen, weil das meist 3 bis 4 Blöcke Dirt sind, haben wir effektiv mehr Dirt, als wir hier oben brauchen und füllen damit unsere Kisten für andere Terraforming-Aktionen oder später, falls wir irgendwas bauen, wo wir Dirt und so weiter brauchen. Genau. So viel da dazu. Gut. So. Was machen wir heute? Hat man gerade. Moment, das ist falsch. Kommt mal ganz kurz hier zu mir in die Kamera, bitte. Ich weiß zwar nicht genau, warum ich das gerade, aber ich wollte euch nicht die ganze Zeit rumschweben lassen. Ich bin heute ein bisschen verplant, es ist warm und einfach nur alles. Gut. Ja, also wie gesagt, wir werden hier drüben einen Haufen Terraforming machen, werden das Gebiet bis nach hier hinten dann und da hinten alles Terraform. Hier unten die Senke werde ich wahrscheinlich beibehalten. Wir werden aber hier die Seite, die ich ja schon angefangen hatte, hier oben hatte ich ja schon ein Stück terraformt, werde ich höchstwahrscheinlich noch ein Stückchen rumziehen, dass das sich hier noch ein bisschen hier so ein bisschen die Richtung schlängelt und noch ein bisschen weiter geht. Und wir werden hier unten das dann entsprechend auch noch zubauen. Also diese Löcher und das ein bisschen hier auch, dass das hier so eine Kurve macht. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Das war natürlich dieser Absatz, den wir hier haben, dass der nicht nach hier hinten geht, sondern dass der dann hier im Endeffekt so nach hier vorne geht. Ich werde hier vorne wahrscheinlich ein bisschen diese steilere Seite lassen. Einfach nur, weil ich nicht alles terraformen möchte und zum anderen, weil wir da eh nichts hinbauen. Und da ist es nur wichtig, dass hier dieser Teil, wo die Mauer lang kommt, dass wir das terraformen.
Aber das werdet ihr dann sehen. So, ich wollte euch wie gesagt nur herholen, damit ihr nicht die ganze Zeit in der Kamerafahrt wart und von Kamerafahrt in Kamerafahrt übergeht. Finde ich ein bisschen doof. Sieht immer so gestellt aus dann. Gut. Alles klar. Ich würde daher jetzt trotzdem sagen, ich beginne mit dem Terraforming und dem Mauerbau. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich wünsche euch bis dahin schon mal viel Spaß und möge das... Au! Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. Ich hab grad... So, ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Meine Fäuste, ne? Also ich habe zwei Fäuste gemacht. Und hab die so in Höhe von der Brust einfach so zusammen gemacht. So. Yay. Keine Ahnung, warum ich das manchmal mache. Und ich hab's gerade geschafft, mir das Ding so auf den Knöchel zu hauen. Ha, okay. Gut, so viel dazu. Schön, dass ihr das mitgemacht habt. Ich gebe ans Timelapse ab. Meine Schmerzen interessieren euch nicht. Gut, viel Spaß. Und bis gleich. Let's go. Hi. Da ist er wieder. Ihr fragt euch jetzt bestimmt warum, weil ich habe ja bisher nur ein bisschen geterraformt und ein bisschen Mauer geplant. Genau darum geht's. Ich wollte nämlich mal, weil mir ist nämlich aufgefallen, Mauerplanung habe ich bisher nur gemacht, dass ich im Endeffekt das geplant habe und dann habe ich euch gesagt, was ich geplant habe und dann haben wir es umgesetzt. Ich wollte aber gerne mal, dass wir heute uns das einfach mal angucken und gemeinsam einfach mal nochmal ein kleines Stück irgendwie von der Planung nochmal ein bisschen durchsprechen, wie ich das mache und so weiter, weil es kam auch die Tage mal irgendwann eine Frage, ob so Schrägmauer bauen anstrengend ist oder, nicht anstrengend, doch, anstrengend, schwieriger, irgendwas in der Dreh, ob es mehr Aufwand ist, eine schräge Mauer zu bauen. Das ist es definitiv. Und mir kam nur der Gedanke, weil ich habe nämlich hier mal einen schönen Blog, wo ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben habe, oder was heißt aufgeschrieben, aufgemalt habe. Da können wir mal ein bisschen durchgehen. Und zwar, erstmal zum Allgemeinen, ich plane ja meine Mauer relativ organisch. Das heißt, ich sage, ich gucke, wo die Landschaft lang geht und überlege da ungefähr, so könnte dann auch vielleicht die Mauer lang gehen. Einfach nur, um am Ende irgendwas zu haben, wo eine Mauer so ein bisschen sich rumschlängelt. Und hier haben wir beispielsweise diese Kante und hier bin ich an dieser Kante lang gegangen mit der Mauer. Das will nicht weiter runterkommen, aber hier ungefähr bleiben. Dann geht die Mauer mal hoch und an erhöhten Positionen ist dann meist ein Türmchen. So ist jedenfalls der grobe Gedanke für eine Mauer. Ich habe ja auch ein relativ einfaches Mauerdesign genommen. Das hatte den Hintergrund, weil ich genau wusste, ich werde schräge Mauern bauen. Genau deshalb habe ich auch ein simples Mauerdesign genommen, wo halt wirklich drei Blöcke, links und rechts ist so ein, wie so eine Art Säule nochmal, so eine Verdingense. Hier, was man da so sieht. Wo dann oben auch ein Holzstamm ist, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen, dass es nicht so langweilig aussieht. Und ich sehe gerade von hier der Seite, sieht man gar nicht die Holzstämme. Das ist irgendwie eine durchgezogene braune Linie. Es ist sehr interessant.
wie ich gerade finde. Ha. Nun gut, ihr wisst ja, was ich meine. Wir kennen ja nicht so, also dieses Braun hier oben, was wir da noch haben. Genau. Und das ganze Mauerdesign ist extra so simpel gehalten von seiner Struktur her, dass wir halt wirklich nur, wir haben unten, ich gehe mal kurz rüber, es ist vielleicht besser, wenn ich das kurz mal zeige. Wovon ich gerade spreche, ist wahrscheinlich besser, wenn ich es wirklich kurz zeige. So, und zwar, wenn wir mal hier hingehen, ein Mauerstück ist relativ simpel, ne? Wir haben hier unten aber so ein bisschen eine kleine Verzierde, das ist aber einfach nur schön. Wir haben diese Säulen entsprechend, dann haben wir drei Blöcke dazwischen Platz, da geht es eine Weile hoch und oben kommen dann ja, so ein paar Sprucewood Stairs und eine Trapdoor, die praktisch dann so einen kleinen Bogen bilden und oben drauf ist entsprechend einfach nur nochmal Oakwood. Und dann geht das einfach gerade nach oben. Da ist jetzt nichts Verschnörkeltes, wir haben jetzt nicht in den Mauern irgendwie nochmal Versatz drin, weil man kann ja auch theoretisch, auch natürlich praktisch, das habe ich auch ja schon gemacht gehabt, wenn man beispielsweise eine Mauer hat. Ich habe jetzt Cobblestone, es tut mir jetzt auch leid, aber ja. Man kann ja beispielsweise solche Sachen machen, ne? Dass man hier irgendwo mal... Jetzt habe ich hier erfolgreich zu wenig gebaut. So, ne? Also, versteht ihr, was ich meine? Dass man praktisch so ein bisschen eine Vertiefung drin hat in der Mauer. Macht das Ganze teilweise ganz schick. Also, man könnte dann hier beispielsweise lang gehen und könnte sagen, hier, ich habe das so irgendwie und das ist meine Mauer. Und natürlich geht es noch ein Stück hoch. Hier überall, was weiß ich. Ich soll das vielleicht nicht zu sehr ausdehnen. Aber ja, ihr versteht, worauf ich hinaus will, ne? Dass wir praktisch sowas haben mit hier irgendwie so... Bisschen detaillierteren Design und dann ist vielleicht hier oben nochmal sowas. Man kann sich extrem austoben. Das Problem ist, so eine Mauer kann man auf einer geraden Strecke relativ gut bauen. Also wenn jetzt die Mauer jetzt hier einfach gerade hier so in diese Richtung weitergeht und dann irgendwann sich einfach um eine Ecke geht und dann nach hier weiter, passt das. Dann ist diese Mauer vollkommen in Ordnung. Bei allem anderen, wenn ich jetzt aber versuchen würde, diese Mauer schräg zu bauen, also beispielsweise, wenn ich jetzt hier sage, ich gehe hier so ein Stück vor, ne, habe auch wieder meinen Dreierabstand und könnte jetzt mal hier beispielsweise mal hochgehen. Wir können es ja halt mal ganz kurz durchspielen. Nur mal, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. So, ne, wir machen das mal so, wie wir es da drüben auch haben, versetzen die Stairs und jetzt beginnt der ganze Spaß. Wenn man nämlich jetzt eigentlich normalerweise nachdenken würde, würde man ja beispielsweise sowas hier machen. Also, was heißt nachdenken? Wenn man nachdenken würde, klingt ein bisschen blöd. Wenn man einfach drauf losbaut, würde man das machen. Es ist ja ein bisschen blöd. Das heißt, man macht hier nochmal irgendwie so einen Block dahinter. Und dann sieht das ganze Ding schon wieder irgendwie komisch aus. Weil es geht irgendwie die Intention verloren. Das hier ist sehr, sehr tief und... Die Form geht ein bisschen kaputt bei der ganzen Geschichte. Natürlich, wie gesagt, ich könnte einfach nochmal Cobblestone nehmen. Dann kann man es vielleicht noch ein bisschen schöner machen wieder. So. Aber ja, es ist halt nicht mehr das, was es mal vorher irgendwie war. Es macht es kaputt. Und wenn man dann, das ist noch die einfache Mauer, irgendwann kommt natürlich auch der Fakt, da will man auch mal irgendwie um 45 Grad zur Seite gehen. Und was macht man jetzt? Also wie würde man das jetzt hier, wenn man jetzt hier wirklich so 45 Grad nach vorne geht? Ich baue das eine noch. Das eine baue ich noch schnell. Ich will das noch kurz fertig erklären. Also ich nehme mich zwar an, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, aber ja. So, ne, dann sind wir hier. Dann haben wir hier unsere zwei Dinger unten drunter. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Wir brauchen hier oben irgendwas, das macht es schon mal einmal schwer zum Bauen, weil ich hier dann immer wieder Blöcke abbauen muss, um dann irgendwie die Sachen zu platzieren im entsprechenden Winkel. Und dann hätten wir jetzt hier dieses Ding, beziehungsweise hier drüben dieses Ding. Und dann brauchen wir noch hier einen Haufen mehr Cobblestone. Und am Ende reicht es nicht mal, weil ich hier noch einen Cobblestone brauche. Flup. So. Genau. Und dann sieht das am Ende so aus. Und jetzt ist von der ursprünglichen Form gar nichts mehr übrig. Man kann jetzt maximal noch hingehen und könnte sagen, okay, ich setze das vielleicht noch so, um das irgendwie hinzukriegen. Man könnte auch das hier drehen irgendwie, weil man sich sagt, ja, es ist vielleicht schlau, wenn ich das Ding drehe. Um irgendwie diese Form zu bewahren.
Aber es wird nicht mehr so aussehen, wie man sich es gewünscht hat am Anfang. Es sieht dann einfach komisch aus. Es ist jetzt natürlich von Texturen, ja, was ich jetzt für Blöcke genommen habe, schwer, trotzdem eh schon schwer zu erkennen, aber ihr versteht, was ich meine, worauf ich hinaus will. Deswegen sind solche detaillierteren Sachen mit irgendwie Einkerbungen, wo man Treppen benutzt in der Mauer, extremst schwer. Genauso, wenn ich jetzt hier beispielsweise einfach nur mal diesen einen Block hier drin habe, ne? Wäre der hier und dann wäre der hier. Das geht noch, wenn man so ein bisschen eine Textur macht. Aber wie gesagt, detailliertere Sachen gehen vollkommen unter. Deswegen, was ich bei meiner Mauer ja gemacht habe, ist eben genau das. Wir haben hier unten dieses kleine Design, was immer geht, was wir hier auch merken. Das geht immer mit, das ist kein Problem. Auch diese Säulen hier davor können wir ohne weiteres platzieren. Einzige, was nicht geht, ist hier diese mittlere Sache. So, und deswegen einfach eine gerade Mauer gemacht. Obendrauf auch simpel einen Bogen, der drei Blöcke breit ist. Das heißt, egal wie schräg die Mauer gemacht ist, ich kann, wenn ihr hier oben auf diese Borde guckt im Endeffekt, ich kann das Ding trotzdem machen, egal bei welcher Schräge. Erfordert natürlich ein bisschen Planung, und da kommen wir gleich dazu, dass das trotzdem am Ende noch passt. Weil manchmal ist es relativ leicht, man versetzt die Sachen auf irgendeine Art und Weise, was man sich gerade denkt. Und dann sieht das ganze Ding ein bisschen sehr, sehr komisch aus. Deswegen, dazu kommen wir gleich. So. Und zwar habe ich für meine Mauer ja dieses Design hier. Und wenn wir mal nach hinten gehen, ich kann das auch gleich mal wahrscheinlich einblenden. Ich muss mich... So, ich werde jetzt mal irgendwie, warte mal, ich habe doch sicher irgendwie ein Foto, ne? Ich blende jetzt mal das Foto irgendwie ein. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich blende jetzt mal ein Foto ein von meinem Blog, wo ich so ein bisschen was gemalt habe. Und da solltet ihr theoretisch sehen, dass da drauf so ein paar Mauerdesigns sind oder so ein paar verschiedene Schrägen. Und das sind im Endeffekt die Sachen, die ich mir überlegt habe. Wir haben immer, also in meinen Mauerndesigns habe ich immer ja diese kleinen Ausknüppelchen, was praktisch dann die Säulen werden. Das sieht man, wenn ihr jetzt hier auf meinen Blog guckt im Endeffekt, seht ihr das mit diesen nicht ausgefüllten Kästchen mit einem X drin. Das ist praktisch diese Säule. Und danach habe ich diese voll ausgefüllten, was praktisch dann die Mauer ist. Somit habe ich praktisch die Möglichkeit, ja, einfach abzugucken, was für eine Schräge ich jetzt machen will. Und ich hab extra mehrere Schrägen. Ich habe beispielsweise oben die erste, die ersten beiden oben sind eine Schräge auf einen Block. Da wird praktisch ein Block Abstand ist dazwischen und es geht dann ein bisschen nach unten. Das heißt, oder beziehungsweise zwei Blöcke sind es insgesamt, aber ja. Es geht halt zwei Stufen nach unten. Die Mauer. In dem anderen Bild, also in der Ebene drunter, das erste in der Zeile, geht es drei Ebenen nach unten. Das daneben ist die Gerade. Und dann darunter nochmal ist es vier Ebenen nach unten, also die vollen 45 Grad Diagonale. So habe ich für mich eine Referenz, wenn ich die Mauer beispielsweise plane, was ich jetzt eben auch gemacht habe. Ich kann, wann immer ich an irgendeiner Stelle bin und mir überlege, ich will jetzt irgendwie eine gewisse Schräge erzeugen, kann ich mich auf meinen Block verlassen und kann einfach bei meinem Block nachgucken und werde sehen, alles klar, XY muss ich jetzt an die und die Stelle setzen, damit das am Ende funktioniert. Und so ein Block, oder allgemein, man kann das auch in Minecraft ja sich vorbauen und einen Screenshot machen, hilft mir extrem dabei, auch bei der Planung zu visualisieren, wo ich beispielsweise diese Säulen hinsetze. Weil es kann manchmal ein bisschen blöd aussehen, wenn ich die einfach irgendwo platziere. Deswegen finde ich es schön, malt sich das auf, man hat praktisch sein Mauerdesign, man hat irgendwelche markanten Punkte, wo praktisch das Design wiederkehrt, was bei mir halt diese Säulen sind, und kann das dann entsprechend
von der Schräge her anpassen, wie man es irgendwie braucht. Genau. So, ja. Ich nehme mal an, ich habe jetzt genug gezeigt. So, hi. Genau, das ist praktisch hier diese schräge Mauer, was ich hier gemacht habe, folgt im Endeffekt genau diesem Design. Das heißt, es geht immer schräg und was ich beispielsweise bei meinem Mauerdesign mir auch überlegt habe, ist, ich habe hier immer einen Block. Also macht es relativ einfach. Wenn man oben einen Gang hat, den man lang gehen möchte und der sich immer halbwegs gleich anfühlen soll, hilft es bei einer Schrägen immer dafür zu sorgen, dass der innere Teil durchgezogen ist. Beispielsweise hier bei meiner Wege oben drin sind ja drei Blöcke breit. Und das ist genau ja hier diese Mauerbreite. Und wann immer es schräg geht, macht man praktisch ja einen Block mehr. Also machen wir auch bei Straßen so. Angenommen, wir nehmen jetzt mal drei Blöcke, ne? So, angenommen, ich will jetzt hier so ein bisschen schräg gehen. Dann würde ich, wenn ich das normal baue, um es mal gezeigt zu haben, was ich meine vielleicht. So. Dann kann man das machen. Es wirkt aber hier an der Stelle sehr, sehr schmal. Hat den einfachen Grund, man hat hier, wenn man diese Linie anguckt von diesen Blöcken, hat die eine Kantenlänge von zwei Blöcken. Was halt den Weg dann irgendwie hier so ein bisschen schmaler macht, wenn man hier langläuft. Wenn man es jetzt nur um einen Block erweitert, dann hat man theoretisch eine andere Kantenlänge und zwar 1, 2, 3. Also hier so schräg, wenn man sich das anguckt. Ne? Versteht hoffentlich, was ich meine. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Vielleicht, Moment, ich mache mal das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie man das auf YouTube sieht. Nur dass man's. Diese Kante, die jetzt praktisch das Blau berührt, sind drei Blöcke. Und das funktioniert genauso in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wenn man einfach einen Block mehr macht, also wie gesagt, normalerweise sind es drei und hier in der Mitte den Bereich erhöhen wir um eins und schieben es dadurch ein bisschen zur Seite und schwupp fühlt sich der Weg von seiner Breite konsistent an. Und genau das ist im Endeffekt, was ich hier mit dieser Mauer mache. Das ist, ja, weil es begehbar ist. Wenn man es nicht begehbar haben muss, möchte, will, keine Ahnung, und man hat kein Spitzdach drauf, sondern es ist einfach nur eine Mauer, dann kann man natürlich auch einfach sagen, ich baue das ganze Ding über eine normale Schräge. Also so. Vollkommen fein. Solange keiner oben drauf langlaufen muss. Weil dann wirkt es ein bisschen komisch. Wenn man dann nämlich noch ein bisschen hier irgendwie Design, ne, man hat hier noch so ein bisschen vielleicht eine Borte dran. Und danach hat man hier mit einmal irgendwie ganz schmale Stellen, wo man irgendwie durch muss. Und das sieht dann ein bisschen komisch aus. Und wie gesagt, ein Block mehr und das ganze Ding fühlt sich konsistent an. Hi. Ja, genau. Das wollte ich nur mal grob erzählt haben. Jetzt habe ich wieder viel zu lange erzählt. Ich würde mal gucken, dass wir noch ein bisschen Mauer irgendwie schaffen. Und dann sehen wir uns dann nochmal gleich wieder zum Abschluss. Also da wird es nicht lange dauern. Ich baue jetzt erstmal Mauer und wir sehen uns dann gleich wieder. Hast du irgendwas Tolles? Nee. Gut. Ja, so viel zur Mauerplanung. Türme hatte ich ja schon mal gesagt. Die folgen halt einem gewissen Mauernanschluss, dass ich die immer ungefähr gleich habe. Und solche Geschichten, aber ja, wie gesagt, ich baue jetzt erstmal nochmal ein bisschen Mauer und dann machen wir Folgenende. Okay, dann ja, viel Spaß nochmal beim Timelapse, wir bauen nochmal ein kleines bisschen Mauer und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go!
So, da haben wir wenigstens noch was gebaut, diese Folge. Ha, ich habe aber aufgequatscht. Ich hab die Folge jetzt langsam so ein bisschen zusammengestückelt und habe gemerkt, wie sehr ich schon wieder über die Stränge geschlagen habe mit meiner zwischenzeitlichen Erklärstunde da. Aber nun gut, wir haben noch mal ein bisschen was geschafft. Ich habe erfolgreich noch mal ein Stückchen Mauer gebaut und ein Türmchen, sodass wir hier entsprechend diese Mauerseite fertig haben, bis hinten zum Eckturm. Und ja, ich bin relativ zufrieden. Einzige, was ich noch machen muss, hier oben drauf fehlen noch ein paar Button, um halt das Mob-Spawning zu verhindern. Das ist noch was ich machen muss. Dafür muss ich auch wieder Acacia Wood farmen. Das mache ich dann irgendwann offscreen. Das passiert dann einfach so. Genau. Ja, aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal nochmal ein Stückchen mehr geschafft bis hier vorne. Ich bin echt happy damit. Ja, genau. Ich wollte noch eine Sache ganz kurz erzählen. Und zwar hierzu, das hat man wahrscheinlich im Timelapse nicht so ganz gesehen. Ich habe hier ein bisschen was schwebend gelassen von der Mauer. Und hier vorne der Turm schwebt auch ein bisschen. Liegt daran, dass ich gerne hier auf der Seite noch ein kleines bisschen Terraforming machen würde. Die Kanten sehen ein bisschen blöd aus durch das Village, was vorher da war. Das hat ja ein bisschen die Landschaft, zerstört das ja automatisch, weil unten mit Dirt einfach aufgefüllt wird. Und ja, das heißt, das werden wir ein bisschen fixen und wir werden es allgemein auch noch ein kleines bisschen aufschütten, sodass wir dann diese Höhe, die wir hier haben, noch ein bisschen so um den Turm drumherum ziehen, hier nur so nach hinten. Und dann langsam abfallen werden und hier hinten allgemein auch mal das Gebiet noch mal ein bisschen höher nehmen. Genau, das ist der Plan hierfür. Nur falls sich jemand fragt, warum hier die Hälfte schwebt, ich habe hier einen Block vergessen. Das ist der Grund. Genau, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Achso, und eine Sache hatte ich noch gemacht. Wer im Timeless da explizit drauf geachtet hat, hier hinten den Turm habe ich noch mal ein paar Blöcke versetzt. Der war vorher, war der hier vorne. Hier ungefähr. Er ist jetzt nochmal irgendwie um, ich glaube, 6 Blöcke nach hinten wandert, so 6 bis 8 Blöcke. Ja, einfach nur, ich habe ein bisschen Abstände angeguckt und fand, der Abstand zum anderen Turm ist ein bisschen gering. Und da ich hier hinten ja diese Seite von der Mauer gerne noch ein ganzes Stück rausbringen würde, also dass wir dann wahrscheinlich ungefähr hier so sind, macht es durchaus mehr Sinn, den Turm noch ein bisschen mehr hier in die Richtung zu holen. Und dann machen wir hier einen Turm hin und dann ist alles fein. Okay. Na, gut. So. Gibt es sonst noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Ich habe auch eigentlich keine Zeit mehr, noch irgendwas zu sagen, weil ich sonst wieder die Folge sprenge bis zum geht nicht mehr und ich mich wieder in meinem Monologen verrenne. Darum hätte ich jetzt wirklich gesagt, wir machen diesmal ein bisschen einen abrupteren Folgenschluss. Und ich beende die Folge jetzt dann schon mal. Ja, ich nehme an, ihr seht jetzt langsam so eine schöne Kamerafahrt nochmal ein bisschen von der Mauer oder irgend sowas, was ich wahrscheinlich machen nochmal zum Abschluss. Ja, wir sind schon ein ordentliches Stück weit gekommen. Wir haben jetzt schon mal ein Viertel. Nee, ist nicht ganz richtig. Es ist breiter als längs. Sagen wir ein Drittel. Ist es schon ein Drittel? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind es auch 2/5. Irgendwas in der Dreh. Egal. Wir haben auf jeden Fall ein ordentliches Stück Mauer mittlerweile schon geschafft. Ich bin relativ froh drüber. Wir müssen trotzdem mal noch mal ein bisschen mehr schaffen. Ich hab jetzt wieder viel Zeit mit Terraforming und dann sehr viel Zeit mit Reden verbracht. Und ja. Genau. Gut. Okay. Wie gesagt, ich beende jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe einfach, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Keine Ahnung. Gehabet euch wohl. Bleibt vor allem gesund. Macht euch einen schönen Tag. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin auf jeden Fall. Tschüss. Ich wiederhole mich. Ciao. Zum 5. Mal. Ich hasse es. Ich kann mich nicht verabschieden. Ich wiederhole mich 20 Mal. Darum mache ich jetzt ein abrupteres Ende und sage einfach Ciao.